TikToker werden exposed und Jota-Update. Ja, komm, wir checken nochmal ganz kurz, was bei Jota abgeht, diesem Schmutz. Morgens 9:30 in den Kinderzimmern Deutschlands. Was? In welchem Kinderzimmer um 9:30 passiert sowas, du krankes Schwein? Das war Wodka! Na? Ich weiß, ich habe im letzten Video das hier gesagt. Ich will keineswegs zu einem Zerstörungs-YouTuber oder sowas hier auf diesem Kanal werden. Aber die Klicks schmecken doch zu gut, also mach es jetzt trotzdem. Aber ich sag mal so, es muss vielleicht mal wieder die eine oder andere virtuelle Schelle verteilt werden. Dazu scheiße, was ist passiert? Ich glaube, so einen Reaction-Train hatte ich auch noch nicht. War aber lustig. Wieso, Dicker? Wieso? Auf jeden Fall. Kriegt das denn nicht geschissen, Tim fucking Kacken, Alter? Tim bekackte Kacken, Alter? Warum ist dein Mund immer langsamer als das, was du sagst? Ton und Bild stimmt nicht überein. Warum ist immer alles asynchron bei Tim Kacker, Alter? Junge, Kacker, Tim. Mach mal, Digga, du bist der Cutter von Rezo gewesen. Schneid mal so, dass das alles synchron ist. Ansonsten ganz kurz noch die Themen vom Video. Es geht heute auf jeden Fall noch kurz um Leo Mascher. Und es gibt ein kleines Update. Im Fall Jota. Aber jetzt erstmal. Let go. Sehr wichtig. Was ist das für TJs Wochenshow? Kenn ich nicht. Oh. Kennt ihr diese TikToker hier? Jamo 3,5 Millionen Abonnenten und Firat 2,7 Millionen Abonnenten. Firat habe ich gerade hier. Ihr kennt sie nicht? Naja, besser ist. Diese TikToker sind bekannt dafür, sehr, 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 sehr viele Kommentare unter ihren Videos zu haben und... Liegt an mir? Ich sag mal so, jeder mit 3 Gehirnzellen ist halt der Meinung, dass wie... Wie kann das denn... Nein, 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 nein. Wie kann das denn nur bei mir asynchron sein, Chat? Das macht gar keinen Sinn. Beim anderen Video war es eben fein. Die Kommentare gebottet haben, um sich halt künstlich in die Trends zu befördern. Zu diesen Vorwürfen... Die natürlich... Liegt an meinem PC, Chat, was redet ihr? Ich auch in den Kommentaren stehen, hat einer von den beiden auch schon Stellung genommen. Statt zu sagen, zu den Vorwürfen, eigentlich... Digga, ich lass doch mal. Guck mal hier. Ich verstehe die Leute so, nach einer Minute schon 100.000 Kommentare. Seht ihr das? Hier bei dem Clip ist es doch richtig. Hier bei dem Clip ist es doch richtig. 100.000 Likes, alles drum und dran. Aber wenn er redet, ist es nicht synchron. Das macht doch gar keinen Sinn. Aber das, was die Leute nicht wissen, ist, dass wir um 20 Uhr die Premiere schon begonnen haben. Maybe denke ich auch einfach zu langsam. Wir haben um 23 Uhr bis zur Premiere live waren auf TikTok gemeinsam und wir hatten über 30.000 Zuschauer durchgängig. Also grob gesagt meint er halt, dass die Kommentare nicht gebottet sind. Aber Firat, ich habe eine Frage an dich. Es ist nicht synchron. Es ist bei ihm nicht synchron. Es ist... Er redet anders, als er spricht. Es ist, die Synchronität, sie ist nicht da. Hä? Bin ich dumm? Mehr RAM? Seine Synchronität ist nicht da. Ist es mein Gehirn? Ist es mein Gehirn einfach? Warum lügst du? Seht ihr das? Oder hat sich deine Meinung einfach geändert, so wie Jamos Meinung zu Loredana? Tatsächlich, Kapi. Loredana feier ich nicht. Da ist es doch synchron! Hops. Naja, weil damals war es nur eine sehr starke Vermutung mit euren Kommentaren, dass sie gebottet sind, weil das einfach viel zu viel Kommentare für die View-Anzahl war. Aber ich sag mal so, heute ist es keine Vermutung mehr. Sondern ich habe vielleicht den einen oder anderen Beweis. Firat, weißt du, was richtig beschissen ist? Nee, Chat, hier stimmt was nicht. Ich werde hier verarscht. Wenn YouTube plötzlich anfängt, Bot-Accounts zu sperren, die unter anderem dafür eingesetzt wurden, unter euren Videos halt Kommentare zu spammen. In der ersten Folge meines Formates hier habe ich ja gezeigt, dass euer Song Wei Wei 309.000 Kommentare hat. Okay, habe ich bei jedem Minecraft-Video auch früher gehabt. Ja, jetzt hat er irgendwie nur noch 307.000 Kommentare. Oder euer Song Allee Allee, damals 381.000 Kommentare. Ja... Jetzt irgendwie nur noch 379.000 Kommentare. Und das, obwohl, seitdem ich mein erstes Mal aufgenommen habe, noch hunderte bis tausende Kommentare unter euren Videos geschrieben worden sind. Alle und vor allem jene, die jetzt meinen, dass man 4K-Kommentare einfach löschen könnte. Ja, könnte man, aber warum sollten sie? Firat sagt in seinem Statement sogar das hier. Und wir haben gesagt, spammt einfach die Kommentare voll, egal mit was kommentiert, was ihr wollt. Also sie wollen ja, dass man irgendeinen Scheiß spammt. Und 4000 Kommentare löscht man auch nicht ebenso. Aber das Lustigste an der ganzen Sache ist, das ist alles kein Einzelfall. Am 25.05., also 4 Tage vor Aufzeichnung dieses Videos hier,
habe ich ein paar Screenshots von euren Videos gemacht, um mal zu gucken, wie sich die Kommentare verhalten. Und jedes einzelne Video, was ich von euch überprüft habe, hat Kommentare verloren. Also jedes fucking einzelne. Euer KZ-Testin. Starke Aktion von euch auf jeden Fall. Aber jetzt mal ganz kurz an jeden von euch da draußen. Hört auf zu faken. Ey, habt lieber ein paar Likes oder Follower weniger, anstatt zu faken. Es ist so ekelhaft. Falsch. Es geht im Endeffekt nur um Geld und deshalb ist es richtig, was die machen. Anderen gegenüber. Meine Message ist folgende. Fake it till you make it. Kauft euch Kommentare. Kauft euch Freunde. Kauft euch eine Freundin. Kauft euch ein Haus. Kauft euch Geld und kauft euch alles. Ihr könnt euch alles kaufen. Geld. Darum geht's, ne? Fake it till you make it. Das ist quasi die Grundaussage, das würde auch Rezo so unterschreiben. Einfach seine Zahlen zu faken. Andere reißen sich den Arsch auf, um geile Videos und Songs zu produzieren. Ich nicht. Zum Beispiel hier, Mokuba, Lando und Ruin. Überbrett, oh, über geil. Song, ja. Hat aber nur 7.000 Views. Oder ist so. Lando heißt der, nicht Lando. Lando. Lando heißt der, Bro. Andere reißen sich den Arsch auf. Rest Limit. Also, geile Videos und Songs zu produzieren. Zum Beispiel hier. Ist unser Label hier. So, Tim Jacken, wir sind wieder cool. Scheiß auf deine Synchronität. Mokuba, Lando und Ruin. Mokuba. Überbrett, über Song, hat aber nur 7.000 Views. Oder hier Conny, hat arsch viel Kunst betrieben, aber hat nur 2.000 Views. Und guck mal jetzt genau hin, Jam und Firat. Sie kommen nicht mal auf die Idee, sich künstlich in die Trend zu kaufen, sondern wollen es auf legalem Wege schaffen. Und weil ich den Aufwand und die Kunst dahinter so appreciate, verlinke ich auch beide Songs in der Videobeschreibung. Das werde ich mit eurem Scheiß aber ganz sicher nicht machen. Im Gegenteil, euer Image ist ab heute für immer geschädigt. Und wisst ihr was? Werbepartner übrigens gar nicht, wenn man nicht weiß, ob die Likes, Views, Follower oder auch Kommentare echt sind oder nicht. Das wird ab heute bei euch poliert. Weil wisst ihr was? In der deutschen YouTube-Szene werde ich euch alle hops nehmen. Du hast dir mal Likes oder Kommentare gekauft? Dann rate ich dir, das Bild oder Video oder whatever besser schnell zu löschen. Weil ich habe euch am vorletzten Video gefragt, ob ihr mal Bock hättet, so hinter die Kulissen von Social Media zu gucken. Und ihr hättet richtig Bock. Und ich habe Bock, das Ding so richtig groß zu machen. Geil. Also 4K Netflix-Doku in your face shit, wo nochmal... Könnt ihr mal alle eine 1,5 in den Chat schreiben, um zu proven, dass ihr keine Bots seid? Mal ordentlich was aufgedeckt wird. Weil ich finde, YouTube bzw. Social Media steht für viel Transparenz und vor allem für kein dummen Fake-Shit. Deswegen wird da nochmal ordentlich aufgeräumt. Abonniert hier gerne rein, wenn ihr es nicht verpassen wollt. Dass so, und die nämlich jetzt was anderes geschrieben haben, wie 1,7 und 1,6. Die können alle weggebannt werden, liebe Mods. Das sind nämlich dann tatsächlich Bots. Ne? Das Ding wird nochmal richtig spannend. Leon hat uns alle hops genommen. Also ganz kurz nochmal die Story für die drei Leute, die es nicht mitbekommen haben. Leon! Ich will mal so eine Tierlist machen, wer die krassesten Reinschlaggesichter hat auf Jans YouTube. Ich glaube, ich bin A-Tier, also ich bin so einer, den man richtig gerne in die Fresse schlagen würde. Das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Aber ich glaube, dass Jotta noch ein bisschen höher bei mir ist. Ich bin so auf einem Level mit, wem würde man noch gerne in die Fresse schlagen? Also mir auf jeden Fall, mir wird man richtig gerne in die Fresse hauen, das kann ich verstehen. Concrafter, ich bin auf einem Level so mit Concrafter, den wird man auch mal richtig gerne in die Fresse hauen. Und da drüber kommen noch so Evive, Leon Mascher, Orange und natürlich Jotta, klar. Wurde auch angefragt, für Hydra Werbung zu machen. Bro, danke. Aber er hat herausgefunden, dass die ganze Kampagne hinter Hydra fake ist. Ich würde dich küssen, ach so geil. Weil er scheinbar der Einzige war, der mal die Inhaltsstoffe durchgegangen ist. Da stand sowas drin wie Uran und Asbest. Aber anstatt zu sagen, nee, damit heraus, dachte er sich. Und ich dachte mir, da will mich jemand veräppeln. Mein Gedanke war direkt, da spiele ich doch mit. Pranks, da bin ich dabei. Auf jeden Fall hat er dann auch die Werbung gemacht, die Marvin wollte. Die ist so ein bisschen durchsichtig. Ich muss das Video nochmal neu laden. Dachte er sich. Und ich dachte mir, da will mich jemand veräppeln. Mein Gedanke war direkt, da spiele ich doch mit. Pranks, da bin ich dabei. Auf jeden Fall hat er dann auch die Werbung gemacht, die Marvin wollte. Das ist immer noch... Ich schlag dir gleich alles klein. ...zu gucken. Und ihr hättet richtig Bock. Und ich hab... Kann ich nicht einfach... Bock, das Ding so richtig groß zu machen. Also 4K Netflix-Doku in your face shit, wo nochmal... ordentlich was aufgedeckt wird, weil ich finde YouTube bzw. Social Media steht für viel Transparenz und vor allem für kein dummen Fake-Shit. Deswegen wird da nochmal ordentlich aufgeräumt. Abonniert hier gerne rein, wenn ihr es nicht verpassen wollt. Das Ding wird nochmal richtig spannend. Leon hat uns alle hops genommen. Das ist alles unlogisch. Auf dem Bildschirm hier, auf dem anderen Bildschirm ist es flüssig. Also ganz kurz nochmal die Story für die drei Leute, die es nicht mitbekommen haben.
Und sobald ich auf den Main-Monitor ziehe... Leon wurde auch angefragt für Hydra-Werbung. Ich... Es ist... ...zu machen. Aber er hat herausgefunden, dass die ganze Kampagne hinter Hydra fake ist, wie Uran und Asbest. Aber anstatt zu sagen, nee, da bin ich da raus, dachte er sich... Und ich dachte mir, da will mich jemand veräppeln. Das kann alles nicht sein. Mein Gedanke war direkt. Das kann alles nicht sein. Das. Digga, ich mach doch diesen Scheiß-Stream hier aus. Ich doch mit. Pranks, da bin ich dabei. Digga! Mann, Alter! Egal, was ich mache, es funktioniert nicht. Auf jeden Fall hat er dann auch die Werbung gemacht, die Marvin wollte. Die ist so ein bisschen durchsichtig. Das ist die Creme von Skincare. Also, so mehr oder weniger. Hat halt wirklich alles so aussehen lassen, als er dann... Digga, das ist doch kein Zustand hier, no joke. ...drauf reingefallen wäre, aber genau das war Leons Plan. Er hat sich, by the way, nicht Gleitgel ins Gesicht schmiert, sondern eine Creme. Digga, ich box gleich diesen Bildschirm von Simon hier kaputt. Es liegt nicht an dem Video, es ist alles schrecklich. Es ist alles schrecklich, ich habe hier einen PC, der ist in 10 guter Laptop. Digga. Ich kann so nicht streamen. Ich setze jetzt gleich... Chat, ich drehe gleich durch. Ich schwör's, ich drehe gleich durch. Ich drehe gleich durch. Ich drehe gleich durch. Ich drehe gleich wirklich durch. Es liegt Real Talk am Internet. Nein! Den von Bruno Banani. Es ist alles hier. Es ist alles für den Arsch. Es ist alles für den Arsch. Es ist alles für den Arsch. Du wirst jetzt hier mal chilliger streamen. Digga, als ob ich darauf keinen Bock hätte, so. Versuche jetzt mal Microsoft Edge. Ob ich jetzt Microsoft Edge benutze, Digga? Jetzt kommt diese Portugiesen... Morgens 9:30 in den Kinder... Und ich hab Bock, das Ding so richtig groß zu machen. Also 4K Netflix Doku in your face shit, wo nochmal... Digga, hier ist eine Vimeo-Werbung auf YouTube. Ich schwör... Großfamilie bedroht. Langsam nicht mehr verarschen. Wenn nicht, holen wir uns das Geld selbst. Okay, maybe kriegen wir es jetzt hin. Letzter Versuch. Digga, das OBS hier ist so schlecht eingerichtet. Ich bin wirklich sehr, sehr pisst gerade, ehrlich. Ich bin sehr, sehr angepisst. Selber, weil das funktioniert so nicht. Ich glaube, wie gesagt... Ich verstehe nicht, worauf du hinaus möchtest. Was meinst du denn mit Geld selber holen? Das hört sich ja fast so an, als ob ihr irgendwo irgendjemanden vorbeischicken wollt, der... Ey, no joke, ich stream vielleicht maybe morgen vom fucking Boot aus, Alter. Ich bin gerade so triggert, Digga. Ich bin so sauer gerade, ich bin so fucking sauer. Ich lasse es jetzt hier sein, sonst ist meine Laune für den kompletten Tag wirklich... Irgendwie gewaltsam Druck. Du Waschbär. Mann. Oh. Ja, der Tom ist weg. Geil. Golem Level 8. Oh, Junge, bin ich triggert. Das haben wir eben schon zur Hälfte geguckt. Dann habe ich einen Ausraster bekommen, den Bildschirm von Unge hier geboxt. Und bin fast hops gegangen wegen Wutanfall. Jetzt schauen wir jetzt Stream hier auf entspannt an, Digga. Und machen ein bisschen. Dazu wollte Leon aber nicht nur Marvin pranken. So, pass mal auf. Wir haben jetzt hier wirklich volle Auflösung. Sondern auch den lieben Unge. Und so hat er es gemacht. Jemand aus Leons Team hat dann auch mit Marvin telefoniert. Das kann nicht sein. Und so getan, als wenn das Geld von Marvin nicht angekommen wäre. Und hat daraufhin Marvin mit seiner Großfamilie bedroht. Langsam nicht mehr verarschen. Wenn nicht, holen wir uns das Geld selber. Weil das funktioniert so nicht. Ich glaube, die L-Eknos. Ich verstehe nicht, worauf du hinaus möchtest. Was meinst du denn mit Geld selber holen? Das hört sich ja fast so an, als ob ihr irgendwo irgendjemanden vorbeischicken wollt, der irgendwie gewaltsam Druck ausübt. Das Ganze war halt scheinbar um... Ich trinke mir noch ein Bier rein, Digga. Ich bin bereit zum Kämpfen. Unge zu triggern. Zwei Mutbier, ich bin bereit. Aber Unge, der Reaction-Kaiser von Madeira, hat nicht so reagiert, wie der liebe Leon wollte. Und deswegen musste Leon noch ein bisschen nachliefern. Dementsprechend hat Leon noch ein Fake-Statement hochgeladen, in dem er unter anderem auch den Namen der Großfamilie liegt. Klärt das selber mit der Familie Elegnu. Darauf ging Unge in seiner Reaction verständlicherweise richtig ham. Oh, er hat den Namen geleakt. Der wird heute noch sehen. Das ist einfach Abu Chaka auf Wish bestellt. Geht man nicht mit Menschen um, Leon. So geht man nicht mit Menschen um. Digga, dein Management hat einfach Marvin bedroht. Raffst du was? Dass du, Leon, weißt du,
Ich hab nichts persönlich gegen dich, aber jetzt muss ich mal einmal kurz Klartext sprechen, Leon. Ich sag dir was, wenn du ein Statement machst, dann sag ein Statement, dass du dich distanzierst von so einer kriminellen Scheiße. Aber feels lag, man. Ja, ich könnte schon wieder. Aber genau das war Leons Plan hinter der... Ich könnte schon wieder, Digga. Ich könnte schon wieder toben. Der ganzen Geschichte. Weil laut Leons Aussage gibt's keine Großfamilie hinter ihm. Ich verstehe alles wieder hier gar nicht, Digga. Ich verstehe alles schon wieder gar nichts. Und der Name El Egnu, also der Name von Leons angeblicher Großfamilie, heißt Le Unge. Bedeutet rückwärts einfach Le Unge. E-G-N-U. Egnu. U-N-G-E. Unge. Und ich sag mal so. Ich check nochmal ganz was aus mit Dings. Wie heißt der Browser? Opera. Morgens 9:30. Ich verstehe nicht, worauf du hinaus möchtest. Was meinst du denn mit Geld selber holen? Das hört sich ja fast so an, als ob ihr irgendwo irgendjemanden vorbeischicken wollt, der irgendwie gewaltsam Druck ausübt. Das Ganze war in seiner Reaction verständlicherweise richtig, richtig ham. Oh, er hat den Namen geleakt. Weil laut Leons Aussage gibt es keine Großfamilie hinter ihm. Und der Name El Egnu, also der Name von Leons angeblicher Großfamilie, bedeutet rückwärts einfach Le Unge. E-G-N-U. Egnu. U-M-G-E. Ja, komm, Simon. Trau dich. Chapeau, Leon, chapeau. Dazu war in Leons Statement noch dieser Zettel hier zu sehen. Und wenn man alle Zahlen von dem Zettel in Buchstaben kodiert, ja, bedeutet es, Marvin, du Pisser, das ist erst der Anfang. Also da hat auch Leon Mascher wirklich jetzt, Digga, der denkt auch deutsche Enigma-Code, Alter. Plötzlich kommt der mit Da Vinci-Code daher, bla 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 bla. Also da hat Leon Mascher sich aber auch sehr, 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 sehr wilden Film gefallen. Danke schon drauf für die 10 Euro Technik, danke für den Bus. Stark! Das Ende des Pranks war dann, dass Leon noch ins Studio von Marvin und Aaron gefahren ist, um den beiden den Inhaltsstoff von Hydrohype, also Gleitgel, ins Gesicht zu schmieren. Chapeau, Leon! Das war eine richtig geile Nummer, aber ich habe noch eine ganz... Kennt ihr, wenn Deutsche sich sehr fühlen? Das hat, glaube ich, auch Dreck geschrieben, Digga. Wenn Deutsche sich zu sehr fühlen, Alter, wenn sie Chapeau benutzen. Kleine Frage an dich. Leon, nach deinem Video gab es einen fetten Reaction-Train auf dein Video. Und die Durchschnittsmeinung aller Zuschauer und Streamer war eigentlich, dass sie das richtig, richtig nice fanden, die ganze Aktion. Also ein nicht gefakter Prank, der wirklich mal jemanden hops nimmt. Mhm. Fühlt sich das nicht nice an und hätte sich Bock, dieses Feeling oder zumindest ein ähnliches, nach jedem deiner Uploads zu haben? Also Songs mal ausgenommen, weil da kommt. Muss man fairerweise sagen, dass es zu 100% Geschmackssache ist. Ich fände es auf jeden Fall stark, wenn du dich da in eine nice Richtung entwickeln würdest. Falls da was von Leons Seite kommt, halte ich euch hier auf dem Kanal auf jeden Fall auf dem Laufenden. Wer sich aber nicht weiterentwickelt hat und es wahrscheinlich auch niemals tut, ist der liebe Jota. Der Junge hat nach meinem Video ja sein großes, großes Statement angekündigt. Aber auch die Asenweite war wieder so unfassbar wack, weil er hat erstmal im Vorfeld gesagt, man müsse bei ihm reinfolgen, damit man das Statement sehen könnte. Und im selben Atemzug hat er sich noch 17.000 Follower gebottet. By the way, er hat sich die Follower davor gebottet, also nicht, dass er denkt, durch seine Ankündigung, man müsste folgen, hätte er 17.000 Follower bekommen. Hat er nicht, die kam schon vorher. Okay, du musst durch Botting halt. Aber ein paar von euch haben wirklich reingefolgt, unter anderem Tommy Schmidt. Was ich einfach nur erwähne, weil ich Tommy Schmidt cool finde. Und weil ich es spannend finde, was für Dimensionen dieses Video geschlagen hat und es wirklich auch in die Podcast-Fernseh-Scene irgendwie reingerutscht ist. Ach ja, und Grüße gehen raus an dich, Tommy. Auf jeden Fall kam dann Jottas großes Statement und das Einzige, was er dort gemacht hat, war Werbung für seinen OnlyFans-Account. Also wirklich, mehr kam nicht. Auf meinem zweiten Kanal habe ich dann auch auf das Statement von ihm reagiert. Ja, weil wirklich mehr habe ich dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Ach ja, und im selben Atemzug hat Jota sein Kingmaker 2-Programm angekündigt. Perfekt. Das Kingmaker 2-Programm. Perfekt. Ich glaube, die Kritik wird auf jeden Fall verstanden. Kommen wir jetzt aber mal wieder zu Top 3 Clips der Woche. Es haben nämlich wieder insane viele Leute abgestimmt zwischen diesen drei Clips. Clip Nummer 1. Just sag mir, thanks for the bits, man. Ghost, see you ruin John Wick for me. Ja, komm, juck mich nicht. Also das ist, tut mir leid, das will ich jetzt auch wirklich, da bin ich jetzt raus.